würde ich mal sagen, alle Reifen. Nur was für welche? Das ist die Frage. Centerline Retro. Ja, genau. HRE451R. Die habe ich, glaube ich, bei Pro Street drauf. Auf meinem Mazda RX8. Ich bin mir nicht ganz sicher. iForker Fortet Marquise. Hässliche Dinger, ey. Ne, die habe ich drauf. NKI VRC Tamek. TSW Laguna. Alumaster. Ne, ganz bestimmt nicht. Arelli Geneva. Geneva. Soll ich die wieder drauf machen? Die schauen cool aus. Was haben wir denn noch? Hoppala, was haben wir denn da? BBS RSGD. Nehme ich die hier. Könnte der vielleicht eventuell, nein. Was haben wir hier? Achso. Das hier. Zone 3 war das da. Das brauchen wir nicht. Zone 4 ist Radreifen. Gehen wir mal auf 50% vorne. Dann haben wir das hier. Dann machen wir die hinteren Reifen. 1, 2, 4 und 1, 2 und 4 hochdrehen. Genau. Ja. Schöne breite Schlappen. Wo steht denn eigentlich, was ich für Reifen, was sind das eigentlich, 21er? 4000, jawohl, kaufe ich. Ja, 4000 habe ich gleich wieder drin. Das Ding sehe ich eh nie von hinten, also von daher kann es eigentlich egal sein. Body haben wir ja schon gekauft, glaube ich. Autoscalp, genau. Gut, fahren wir halt mal mit der Kiste. Aber eine Twister. Bitte nicht. Was haben wir denn auf der Karte? Top. Details. Nicht doch. Was haben wir denn hier? Outrun. Level 8. Vergiss es. Outrun Level 9. Outrun Level 8. Das kannst du mal gleich knicken, ey. Bin doch nicht lebensmüd. Ich will das Rennen gewinnen und nicht hinterherfahren. Level 8, den hat man gerade schon einmal, genau. Der Job. Das ist komisch. Ach nee, hier. Das ist Master Event. Level 8, 12,9 Kilometer. 15.000 kriege ich dafür. Bau auf die Kralle. Oh Mann, ey. Checkpoint, Level 7, 9,5 Kilometer. Rundverkehr, Level 7, 3 Runden, 17,1 Kilometer insgesamt oder pro Strecke, ne, es ist insgesamt. Einen Sprint, Level 9. Ja. Ja. Das wird was werden. Level 8, 7,8 Kilometer. Level 9. Giss es, ey. Sag mal, haben die hier nur solche Dinge? Level 6. Nee, ey. Level 6, 3 Runden. Ich hasse solche Strecken. Wie die... Naja, wir müssen es fahren. Ich hasse Rundkurs. Weg. Der ist ganz schön schnell mit seiner Kiste hier.
Pontiac müsste es sein, oder? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ist es ein Pontiac? Würdest du vielleicht... mal Platz machen, Penner? Ist komisch, ich komme an den ran, aber ich kann nicht überholen, ne? Doch, es geht. Jetzt komme ich wieder nicht vorbei. Sag mal, was geht ab mit dir, Vogel? Ein Tiger im Tank oder was? Ey. Die ganze Zeit klemmt er sich vorne hin und lässt mir nicht vorbei. Die Kackstelze hier. Drückt mich in die Mauer, dreht mich um, macht hier sonstigen Schmarren. Und wenn es drauf ankommt, gibt gar kein Gas, ey. Das sind mir die Liebsten übrigens. Auf Deutsch gesagt, wenn es um die Wurst geht, dann kneift er. Sekunden hinter mir. Das geht ja noch. Ich habe auch nichts anderes erwartet. 8,8 Sekunden. Ob ich die nächste Runde mit dem Renault fahren soll. Was so lahmarschig ist die Kiste ja nun auch nicht, ne? Wie viel haben wir denn schon vorsprungmäßig? 10-10. Und meine Motorhaube ist wieder mal offen. Und dominiert. 5.750 haben wir gekriegt. Einen Bonus, plus 18%. Hey, pretty boy. Hope I'm gonna see you down at the race in the hills. People wanna see what you can do, and so do I. Ach nee, nicht schon wieder. Schlampe, hör auf mich zu ärgern. Sonst gibt's Haue auf Popo. Was haben wir denn hier? Level 9, vergiss es. Schon wieder Master Event. Dann haben wir Level 8, 3 Runden, 12,9, 15.000 kriege ich dafür. Ja. Level 9, pass mal auf. Fahrzeugvergleich. Der Audi, der Renault. Genau, der ist schneller. Audi ist schneller. War ja klar. Obwohl der hat eine Beschleunigung, die seinesgleichen sucht. Lotus Elise. Brauche ich eigentlich nicht. Remove. Ich kann nur removen, den kann ich verkaufen. Den kann ich nur removen mit 2. Zurück. Schade. Tree City Tournament Circuit. Und gut, wenn die wollen, dann fahre ich das.
then this crew won't be hard to spot. Schöne Felgen. Stolen dock cars. One of these cars is of particular importance to the Bureau. It's clear that Hector and his team did not have this car. G-Mac's team has a history of criminal activity, but no one would have thought that they would be bold enough to steal cars from the dock in broad daylight. Maybe we've underestimated them. Find out if they've changed their activity. Oh, and by the way, none of my missions have ever failed. And I intend to keep it that way. Vin Diesel, servus. I can't really blame him. I mean, Hector and his crew disappearing just like that? It's not like jail or something. I mean, they're like gone. And you were running with his crew, but you're still on the streets. Carmen ist auch da. I'm just telling you. People are talking. Especially now that you left Palm Harbor. Well, maybe you should get going. You got something to prove, right? Na, Schnucki, Putzi. Was? Oh, das werden wir voll verlosen hier. Aber richtig. River Expressway, 8 Uhr. Das werden wir so dermaßen in den Sand setzen, dieses Rennen. Naja. Ja, fahren wir hier gegen den Bordstein, Idiot, würde. Abkürzen sieht anders aus. So sieht Abkürzen aus. Naja, fast. Jetzt muss ich aufpassen, dass nämlich die Leitplanke im Weg. Die hier. Schauen, dass ich dann überkomme. Ach, so gar nicht die Runde, wo ich meine. Die geht nämlich andersrum. Dann ist es der Master-Event, den ich meine. Alles klar. Da geht's nicht lang, da geht's lang. 9:45. Aber hallo? Komisch. Ja, Platz da auf Deutsch, jetzt komme ich. Entschuldigung, mein Fehler. Verquatscht. Und dann nicht die Kurve getroffen. Moment, hier stehen wir im Müll rum. Ah, hier geht's durch den Tunnel durch wieder, genau. Jetzt geht wieder in den Kaff rein, da ist das Ziel. Genau. Eingelenkt. Und wir haben Zeit. 12:03 haben wir Vorsprung. 12 Sekunden auf den zweiten Mann. Könnten noch mal schnell mir einen Kaffee holen. Muss aber nicht. 25:24. Hallo? Wir waren gerade bei 12. Ja genau, hier steht sie mich auf. 8 Sekunden auf Nichols. Oh, Nickel. Roger Nickel. Das ist der schwarze Mann, der mit der tätowierten Pussy am Auto stand. Und der wird nachher richtig kochen, weil er eine